Göttingen einen Gesundheitscampus, um erstens attraktive Bildungsangebote im gesundheitsbezogenen Feld zu haben, zweitens für die Stadt und für die Region auch Fachkräfte zu sichern in diesem Bereich und drittens vor allen Dingen auch, um Forschung zu betreiben, um ganz regional Lösungsansätze für die gesundheitliche Versorgung in Göttingen und den umliegenden Regionen zu finden. Die UMG hängt in ihrer Zukunftsentwicklung von qualifizierten Mitarbeitern ab. Wir gehen davon aus, dass die Anforderungen, die zum Beispiel im Pflegebereich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen werden, ganz deutlich wachsen werden und wir wollen eine entsprechende Ausbildung dafür schaffen. Auf lange Frist soll hier in Göttingen ein Campus, man kann sagen eine Fakultät, entstehen mit Studiengängen im Bachelor- und Masterbereich, aber auch mit einem Bereich Forschung. Es wird auch darum gehen, Unternehmensgründungen zu ermöglichen. Im Pflegebereich ist es ja so, dass man normalerweise 3 Jahre die Ausbildung erst macht und danach dann studiert. In diesem Fall können Sie es in einer Zeit von 4 Jahren eben sowohl die Berufsausbildung abschließen als auch Ihren ersten akademischen Abschluss, den Bachelor of Science, erreichen. Die Kombination einer praktischen Krankenpflegeausbildung oder Physiotherapieausbildung mit einem wissenschaftlichen Fundament in dem Studium befähigt einfach die Absolventen zu der Übernahme deutlich höherwertigeren Tätigkeiten, als es heute der Fall ist. Und das wird sich sicher auch sehr, sehr positiv in den Entwicklungsmöglichkeiten niederschlagen. Das Besondere an dieser Kooperation ist die Tatsache, dass hier eine Fachhochschule mit einer Universitätsklinik in der Ausbildung kooperiert. Und ich bin sicher, dass das wirklich ein Vorzeigemodell werden wird. Besonders toll und besonders gelungen finde ich, dass es eben nicht nur so ist, dass die Universitätsmedizin ihr wissenschaftliches Know-how in dieses Projekt an die Fachhochschule weitergibt, sondern dass tatsächlich auch die Studierenden der Medizin gemeinsam mit Fachhochschulstudierenden Veranstaltungen besuchen können. Das heißt, die Tatsache, dass die Medizin der Zukunft Teamplay ist und nicht von Hierarchien lebt, wird hier schon im Studium vermittelt. Besser kann es nicht gemacht werden. Für den Gesundheitscampus würde ich mir wünschen, dass neben dem Bachelorabschluss in der Pflege auch in 1 oder 2 Jahren ein Masterstudiengang angeboten wird. Ich würde mir wünschen, dass der Zuspruch, den wir jetzt schon wahrnehmen, wir sehen, dass wir sehr viele Bewerbungen haben, dass der weiter zunimmt und dass man auch außerhalb Göttingens wahrnimmt, was wir hier an Innovationen gestalten, sodass wir auch für andere Studieninteressierte attraktiv sind. Ich wünsche dem Gesundheitscampus motivierte Studierende und dass er gut angenommen wird.